Bereits zum 9. Mal öffnete die Conhit vom 19. bis zum 21. April 2016 ihre Pforten auf dem Messegelände in Berlin. Mit rund 9000 Fachbesuchern und mehr als 450 Ausstellern konnte die Messe erneut ein Wachstum verzeichnen und ihre Stellung als Europas größtes Branchenevent für Gesundheits-IT weiter ausbauen. Das Wachstum der Conhit ist vor allem auch den internationalen Besuchern zu verdanken, die in ganzen Delegationen hier anreisen. Der Trend unterstreicht die Vielfalt der Conhit, die mit ihren vier Formaten, dem Kongress, der Industrieausstellung, dem Networking und der Akademie, einen regen Informationsaustausch bietet. Also in dieser Schirmerschaft von mir als Bundesgesundheitsminister für die Conhit kommt natürlich zum Ausdruck, dass wir der Überzeugung sind, dass mehr IT im Gesundheitswesen eine Riesenchance ist, ganz große Herausforderungen anzupacken. Letztlich alle großen Herausforderungen. Die Conhit hat in den letzten Jahren eine stetige Aufwärtsentwicklung genommen und ist für das Gesundheitswesen in meiner Wahrnehmung, und da bin ich ja nicht alleine, wenn man sich hier umguckt, die IT-Leitmesse schlechthin. Im Fokus der Conhit stehen neben etablierten Themen und Produkten auch innovative Technologien junger Unternehmen, die ihre Lösungen auf der sogenannten Mobile Health Zone präsentieren. Ich glaube, das ist mit Abstand der wichtigste Bereich. Die Chance liegt bei den Startups, dass sie wirklich disruptive Lösungen präsentieren und die Gesundheitsbranche nachhaltig verändern. In die Zukunft gerichtet sind auch die Aktivitäten auf dem Conhit Karrieretag, der sich speziell der Nachwuchsförderung widmet und Studierende und Unternehmen zusammenbringt. Man lernt sofort die Menschen kennen, also man hat gleich den Kontakt hergestellt, den persönlichen Kontakt. Als Netzwerkplattform wird die Conhit von allen Besuchergruppen gleichermaßen hochgeschätzt. Die Conhit ist in allererster Linie ein Familientreffen. Man trifft wahnsinnig viele Kollegen aus anderen Kliniken. Man erfährt, was sie inzwischen dort machen, welche tollen Projekte sie dort angehen, weil der Markt doch sehr, sehr heterogen ist. Jeder konzentriert sich auf unterschiedliche Dinge, ist unterschiedlich weit und man kann enorm viel voneinander lernen. Wir haben für uns den Vorteil, dass die Softwareprodukte, die wir einsetzen, nahezu alle hier als Hersteller oder als Dienstleister vertreten sind und wir natürlich hier den Vorteil haben, Kontakte zu knüpfen. Das Kongressprogramm ist für uns sehr, sehr interessant mit den Vorträgen Industrie 4.0, Gesundheit 4.0. Germany is really a big market for us, so it's very important to get to know the market and here is the really good opportunity to find out what are the local companies doing. What are the hospitals looking for? What are the doctors appreciating? Connecting Healthcare IT. Diesem Anspruch ist die Conhit also auch in diesem Jahr wieder voll und ganz gerecht geworden. Besucher, Aussteller und Veranstalter freuen sich schon auf die nächste Veranstaltung, die vom 25. bis zum 27. April 2017 wieder in Berlin stattfindet und dann ihr 10-jähriges Bestehen feiern wird.